Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TE2 im Ranglistenmodus. Hat Kartell genommen. Ich gehe jetzt Champion rein. Welcome to Novart. Geile Einheiten. Geile Einheiten. Wir müssen uns aber für einen entscheiden. Ich glaube, ich nehme das so. Ja. So machen wir's. Ach, wir machen hier die Blume hin. Zack. Double Worker. Schicken wir alles schnell raus. Und machen den Champion Buff einfach sofort drauf. Ich könnte ihn zwar aufheben, für die Rächerin. Aber das will ich in dem Fall nicht. Wir wollen so früh wie möglich stark sein. Oh, Bone Crusher hat die Schnecke abgekriegt. Geiler Skin übrigens. Ach, die Allergie macht mir heute echt zu schaffen. So, Schnecke steht. Blume steht, nicht Schnecke. Wir machen. Wir machen das so. Haben wir noch einen fünften Worker. Kleine Skelette gebaut. Ja, das wird er schaffen, wird er schaffen. Noch zwei Stängel rein für die nächste Runde. Machen hier ein Upgrade rein. Können wir noch ein Skelett platzieren? Triple Schnecke. Die sammeln immer noch. Dunkler Magier, Dunkler Magier tot. Bone Crusher geht auch down. Er lässt einiges durch. Bleiben weiter bei den Schnecken. Schon einem das Maximum rauszuholen, wenn er nächste Runde schickt. Zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen gehen wir hier mit den Seeschlangen rein. Weiter Schnecken schicken. Hat bis jetzt gut funktioniert. Dino und die Schnecke, okay. Das hat
nicht so viel gebracht. Wieder durch. Skelett Archer. Nutzlos. Ich finde den Skelett Archer übelst kacke. Gerade weil der macht ganz wenig Stichschaden und hat dann noch magischen Schaden obendrauf. Und das finde ich kacke. Da können wir dann zwei Dark Mages draus machen. Das geht klar. Neuer Worker mit rein. Ein Casket. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen Stich mitschicken, dann ist nächste Runde auch wieder durch. Das sieht an sich nach einem guten Early Game für uns aus. Ich weiß aber nicht, die halten doch, sind doch noch ganz gut dabei. Vielleicht ist doch Fiesta im Busch. Man weiß es nicht. Bone Crusher. Viele kleine Einheiten bauen. Weil ich keine Piepen habe. Für die großen Teile. Obwohl er durchschlägt, ist er ganz gut dabei. Ich glaube, der Fiesta, der Rote. Er verkackt aber auch ganz gut immer. Er hat gerade mal einen von den Steinhauern besiegt. Der Rest ist durchgekommen. So. Also da an der Front sind wir schon gut bedient. Ich werde trotzdem den upgraden. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde den King auf. Jawohl, Seeschlange macht die fertig. Komm, mach den kalt. Jawohl. So, wir könnten jetzt. Was können wir jetzt machen? Ohne Seeschlange. Sind wir gut bedient auf jeden Fall. Schicken wir auf 9.
Bisschen Aufprallschaden noch mit rein. Ach, mein Gott. Allergiezeit ist eine schlimme Zeit. Hat auch Seeschlangen. Haben wir Boots mit rein für die und für den Casket. I am not fat. I'm a little bony. Consider it done. Unhold könnte ich nur mit reinpacken. Nee. Nee, nee, nee. Die haben genug Stichschaden. Das sollte reichen. Turtle. Zwei Schnecken. Zwei Schnecken. Zwei Schnecken klingt besser als Turtle. Wieder 100 rausgeballert. War ein Tor platziert. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sollte trotzdem reichen. Kommt mega viel wieder durch. Das ist sehr gut. Oh, er hat ein Millennium schon gebaut. Ja, mit der Kohle. Das sieht doch gut aus. Komm noch, Worker. Sieht gut aus, sieht gut aus. Aber der Rote ist ganz oben. Jetzt nicht mehr, aber immer noch oben mit dabei. Kampfnarben. Seepferdchen rein, ein Dark Mage und ein Worker. Ich glaube, das ist der rote Fiesta. Das habe ich so im Gefühl. Sollten King Ups machen. Wir sind zu gut dabei. Wir müssen dicke Sens machen.
Ich vermute, es ist Fiesta, also müssen wir da auf gute Waves sammeln, Long Saves machen. Die Waves kommen erst auf 17 wieder. Er hat viel Schleime, kommt Verteidigung für 15. Wir könnten auf 16 safen. Könnten wir machen. Gucken wir mal. Wir müssen die durchbrechen. Und da ist 16, glaube ich, nicht schlecht. Klar, die Seeschlangen. Okay. Aber da senden wir einfach Stich mit. Dann geht das schon klar. Wir müssen die aushungern. Weil er verlässt sich auf Fiesta. Er hat Fiesta, 100 Pro, sonst wäre er nie so weit oben. Da wir auf Wert, noch Worker. Theoretisch ist mir 17 zwar lieber. Wir gucken mal, vielleicht machen wir doch auf 17. Mal gucken, wie es läuft. Fette Kingpins sind schon da. Block das hier. Gar kein Ding. Und richtig geprügelt. Sind wir ganz schön weit zurück. Mit 400 runter. Aber dafür haben wir auch dick gesammelt. Er hat 185, ich habe 400 runter. Zwei mehr Worker. Macht schon viel aus, ne? Oh, eine Belagerungsmaschine. Scheiße, die halt übelst viel auch ist. Glaube ich nicht, dass ich es schaffe. Oh, gerade so nicht. So, was haben wir jetzt rein? Auf jeden Fall ein Centaur. Gucken, was ich gleich noch zusammenkriege. Aufprall ist auf jeden Fall da. Voreis kann ich schlecht schicken.
Ogre. Let's get on, boys. Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Phönix tot. Seeschlange ist noch da. Holy shit. Wenn man so lange sammelt, dann muss man auch durchkommen. Und das bisschen ist da kein guter Trost dafür. Moment. Macht gar keinen Sinn. Hätten das auf. Noch ein paar Torwächter platzieren. My helmet is heavy metal. Mal gucken. Sieht schon besser aus. Aber das hält halt zu gut. Aber gut runter reduziert, da gibt es noch ein bisschen auf die Schnauze. Ja, mach mal. Den Verhealing mit rein, das ist wichtig. Auf zu work. Holy shit! 1260. Echt zu krass gewesen. Ja, ich hatte leider schon geschickt in dem Moment. Das kriegen wir noch zusammen, nicht mehr viel, ne? Hm. Können trotzdem den Pack wieder mit reinhauen.
damit die Düsterkröten schnell schatten können. Ja, ist aber nicht viel. Es bringt nichts jetzt zu schicken, wir müssen auf die nächste Wave warten. Was wollen wir mit unserem Minisend jetzt noch hinkriegen? Klar, 400 ist nicht schlecht. Das will ich gar nicht sagen. Aber auf der nächsten Wave ist es viel besser. Okay, die senden auch nicht. Das wird wohl die letzte Runde sein. Oh, komm, haben wir noch Ogre rein. Das wird die letzte Runde sein. 2280 gegen 740. Vier Kraken geschickt. Oh, ich komme durch und ich halte noch ganz gut. Jawohl, der ist schneller down. Warum hält der? Was soll das? Nö, auch geht durch nicht. Guck mir das an. Schade, schade, schade. Defeat. Auf der letzten Welle nochmal entschieden. Krass. Hat auch 84 Euro gehabt. Kein Fiesta. Hä? Warum war er denn immer so gut dabei? Kranker Shit. Ja gut, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.